Ja, dann herzlich willkommen zum dritten Vortrag von der Mittagszeit-Session, sag ich mal. Wir sind vom Thema immer noch bei Gebäudedaten, weiterhin im Indoor-Bereich. Aber jetzt geht es nicht mehr um die Geokodierung, sondern um das tatsächliche Routing mit den Daten, die uns dann zur Verfügung stehen. Heute vorstellen wird uns Robin Thomas den jetzigen Vortrag zusammen mit René Apitsch. Genau, barrierefreie Indoor-Navigation. Viel Spaß dabei. Organisatorisch, ihr kennt's, nutzt bitte den Chat. Macht die Fragerunde einfacher für uns, da müssen wir mit dem Mikro nicht rumlaufen. Nichtsdestotrotz können wir das natürlich trotzdem machen, wenn wir später in den Dialog gehen. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Wir sind von der TU Chemnitz, arbeiten im Projekt Opener Next. Und bevor ich zum Vortrag komme, möchte ich kurz einleiten, woher wir so ein bisschen kommen. Also wir kommen, der Fokus im Projekt liegt auf barrierefrei im ÖPNV. Und das machen wir auch an der TU Chemnitz nicht alleine. Da sind eine ganze Reihe Partner mit an Bord. Besonders für den Vortrag relevant ist die TU Darmstadt unten links. Wir als TU Chemnitz natürlich auch mit dabei, aber auch zum Beispiel der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt, die uns dann auch ja, tatkräftig unterstützen für den Prototyp am Ende oder für den Pilotbetrieb am Magdeburger Hauptbahnhof. Das Projekt hat auch viele Facetten, also es geht nicht nur um Indoor-Navigation, im Gegenteil, das ist eigentlich so das allerletzte im Projekt. Gestartet sind wir an der TU Chemnitz vor allem mit OpenStop, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, also eine Erfassungs-App von Barrieredaten an Haltestellen eben. Und jetzt kommen wir so langsam über gewisse Wege, wir hatten auch Export-Analyse-Tools, es ging auch um Sensoren. Und jetzt kommen wir ans Ende, was eben dann die barrierefreie Indoor-Navigation an Umsteigebauwerken ist, also von Datenerfassung zur Datennutzung. Und genau darum soll es jetzt gehen. Zu Beginn, was ist die Motivation des Ganzen? Motivationen sind im Grunde solche Situationen, die man eher vermeiden möchte. Man möchte nicht irgendwo umherirren, fragen, wo der Weg ist, Züge verpassen, weil man zu lange gebraucht hat oder vielleicht ans falsche Gleis gekommen ist oder vor über unüberwindbaren Hürden wie Treppen stehen. Das Ganze kann man so ein bisschen zusammenfassen in drei Fragen, die einem eigentlich quälen am Ort. Das ist die erste Frage, wo bin ich, wo muss ich hin und wie komme ich zu meinem Ziel? Die erste Frage, wo bin ich, lässt sich relativ einfach durch ein Positionierungssystem beantworten. Man kennt das im Outdoor-Bereich und wenn man das einfach auf den Indoor-Bereich überträgt, ist viel gewonnen. Die Frage, wo muss ich hin, die ergibt sich bei uns so ein bisschen automatisch, weil man möchte ja von einem Gleis zu einem anderen Gleis. Das ist in der Strecke, die man mit der Bahn eben fährt, festgelegt. Das heißt, da braucht es jetzt keine Antwort von uns. Und dann die wichtigste Frage, wie komme ich zu meinem Ziel? Also nicht, was ist der schnellste Weg vielleicht zum Ziel, wenn man einfach nur den kürzesten Pfad wählt, sondern wie komme wirklich ich mit meinem Profil, sage ich mal, was man am Ende einstellen kann für sich, wirklich zum Ziel. Und da ist dann ganz besonders wichtig das Routing, beziehungsweise der Routing-Algorithmus. Und über all dem, oder in dem Fall auf der Folie unter all dem, steht so ein bisschen das User-Interface, also gar nicht zwangsweise jetzt visuell gedacht, sondern überhaupt die Schnittstelle zu dem Ganzen, zum Nutzer. Denn ohne das sind irgendwo auch die ganzen Daten und Algorithmen wertlos. Ja, Ziele des Projekts, vielleicht nochmal kurz als Einordnung, Barrierefreiheit, was ist das? Also vereinfacht gesagt, wenn ich etwas ohne fremde Hilfe und Erschwernisse zugänglich habe und etwas nutzbar für mich ist. Und da kann man jetzt im Projekt zwischen zwei Dingen unterscheiden. Man könnte sagen, die Route muss nutzbar sein, der Weg von A nach B und die ganze Anwendung muss für mich am Ende nutzbar sein. Also Navigation, Kommunikation mit dem Device etc. Und wir fokussieren uns hier einfach, weil das ein großes Brett ist, auf die mobilitätseingeschränkte Route oder auf die Route für mobilitätseingeschränkte Menschen, so ist es korrekt. Dann geht es am Ende bei uns in den Pilotbetrieb in Magdeburg. Das heißt, dort wird das Ganze am Ende exemplarisch aufgebaut. Da gibt es dann das System zur Positionierung und da wird eben auch das Routing stattfinden. Das Ganze ist auch nicht alleinstehend, sondern eingebettet am Ende in die INSA-App. Das ist eine Reiseplanungs-App für den vom Nahverkehrsverbund Sachsen-Anhalt beziehungsweise für Sachsen-Anhalt. Und da ist es dann so, dass man vorab schon seine Route angibt. Man sagt, ich komme aus Berlin, möchte jetzt gerne nach, Leipzig über Magdeburg zum Beispiel fahren. Und dann wird vorher schon geguckt, ob das überhaupt für das entsprechende Profil vorhanden ist. Gibt es da überhaupt Umsteigemöglichkeiten für mich? Und in dem Moment, wo man dann in den Magdeburger Hauptbahnhof kommt, dann ist eben der Gedanke, dass man in die von uns entwickelte Indoor-Navigation springt und dann noch von Gleis zu Gleis navigiert oder geroutet wird.
Ja, zum ersten Baustein, das ist, sage ich mal, Triplets. Zur Interpositionierung möchte ich nur kurz was sagen. Das macht von uns ja eine Firma, die sich aus der TU Chemnitz ausgegründet hat. Das ist die Pinpoint GmbH. Und die verwenden zur Positionierung jetzt nicht Bluetooth oder irgendwie irgendwelche Sensoren, die im Handy sind, sondern da wird UWB, das ist Ultra-Wideband oder auch Ultra-Breitband im Deutschen, eingesetzt. Man sieht das in dem Graph oder in der Grafik oben rechts ganz gut, wo das quasi im Frequenzspektrum verortet ist. Also im Vergleich zu den ganzen anderen Technologien wie Wi-Fi, Bluetooth hat das ein deutlich breiteres Frequenzband oder Frequenzspektrum, bei einer aber geringeren, vereinfacht gesagt, Leistung. Und ja, das bringt verschiedene Vorteile mit, wenn man das jetzt zum Beispiel mit der üblichen Technologie wie Bluetooth vergleichen würde. Dann ist das, dass die Reichweite in der Regel höher ist als Bluetooth. Es bringt eine höhere Genauigkeit mit und das Signal kann auch durch Hindernisse durchdringen quasi, passieren, was besonders im Indoor-Bereich essentieller ist. Denn man kennt das, dass eben GPS und sowas relativ schnell abgeschirmt wird, was ja auch letzten Endes mit einem Grund ist, warum man überhaupt Indoor-Positionierung oder separate Technologie dafür braucht. Funktionieren tut das Ganze aber sehr ähnlich wie die Satelliten, die kreisen in dem Fall nicht um die Erde, sondern die sind im Gebäude fest verbaut, haben dort eine Position fest einprogrammiert bekommen bei der Installation und die senden dann ihre Position anhand und Zeitstempel eben ständig nach außen. Das ist dieses Downlink, Time Difference of Arrival, sprich die Beacons oder auch Satellites oder auch wie auch immer man sie nennen möchte, die senden die ganze Zeit die Daten und der Empfänger mit dem Gerät kann am Ende daraus anhand von Triangulation oder diesem Verfahren eben seinen Standort berechnen. Hat immer den Vorteil, der Standort ist irgendwie geschützt nach dem Motto, ich muss nie nach außen kommunizieren, um meinen Standort irgendwie zu erfahren, sondern ich muss nur zuhören und kann so meinen Standort erfahren und niemand anders weiß aber davon. Zum zweiten Teil und zum größten, zum Indoor-Routing. Da verwenden wir Perpetus Routing, das heißt Personalized Pedestrian Routing, von der TU Darmstadt. Die haben das auch schon vor einigen Jahren schon mal gefördert bekommen. Da ging es aber weniger um den Indoor-Bereich, sondern mehr um Outdoor-Bereich. Und die hatten schon damals den Fokus auf Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, also vor allem Leuten im Rollstuhl, mit Krücke, Rollator. Und das wird eben im Projekt wiederverwendet und weiterentwickelt, in dem Fall eben um weitere Indoor-Kriterien oder um Indoor-Routing und weitere Kriterien, die eben Relevanz im Indoor-Bereich. Vielleicht so ein paar kurze Fakten, wie funktioniert Perpetus oder worauf baut es auf? Also es verwendet OpenStreetMap-Kartendaten, es kann über Flächen routen, mittels Visibility-Graph, es generiert Bürgersteige, also wenn man irgendwo einen Highway hat mit Sidewalks dran, dann werden dann nochmal separate Wege erzeugt, die halt für das Fußgänger-Routing relevant sind. Es kann Höhendaten einfließen lassen und für uns jetzt, darauf gehe ich jetzt nochmal genauer ein, relevant ist die Mehrzieloptimierung oder auch Pareto-Optimierung. Mehrzieloptimierung, man sagt es eigentlich schon im Namen, man hat mehrere Zieleigenschaften, jetzt nicht zwangsweise so, Ziel ist vielleicht nicht das beste oder eingängigste Wort, sondern Eigenschaften, die man optimieren möchte. Man weiß aber jetzt nicht im Vorhinein, ich möchte nur in diesem einen Eigenschaft optimal sein, sondern man möchte eben so eine Menge an Optimen bekommen oder optimalen Ergebnissen. Und da sieht man das in der Grafik nochmal ganz schön, da ist quasi jetzt ein Beispiel für zwei Eigenschaften. Auf der X-Achse ist einmal eine Eigenschaft und auf der Y-Achse ist eine Eigenschaft. Die beiden sollen jetzt quasi optimal werden. Und da gibt es die ganzen blauen Punkte, das sind alle Optimen. Das ist also die Pareto-Menge oder die Pareto-Front, sprich die Ergebnisse. Und auf der befinden sich jetzt A und B. Und wenn man jetzt A und B vergleicht, kann man sehen, dass das eine jeweils das andere in Eigenschaft besser ist und eine andere schlechter. Was ich vergessen habe zu sagen, ist noch, je kleiner in dem Fall, desto besser. Wenn man also jetzt vergleicht A mit B, dann ist A kleiner auf der X-Achse, wiederum größer auf der Y-Achse. Das heißt, in einer Eigenschaft besser, in einer Eigenschaft schlechter als B. Und bei B ist es genau umgedreht. B ist besser auf der Y-Achse, weil es kleiner ist, ist weiter unten, aber schlechter auf der X-Achse. Da wir aber in beiden Sachen die Optimen suchen, bleiben sie am Ende als Pareto-Optimum übrig, im Gegensatz zu C. Denn für C wurde jemals quasi ein besserer Optimalzustand gefunden, also A oder B. Denn C wird, man sagt, dann dominiert von A im Bereich der X-Achse und es wird dominiert im Bereich von B im Bereich der Y-Achse, weil die beiden eben
kleiner sind. Ja, was sind die beiden Kriterien jetzt für unser Routing? Wir haben auch nur zwei Kriterien, das heißt, wir bleiben in dieser zweidimensionalen Darstellung, sonst wird das Ganze auch oder würde deutlich komplizierter werden zum Darstellen. Die Dauer ist, denke ich, recht bekannt. Für alle Routing-Algorithmen wird entweder die Dauer oder die Distanz verwendet. In dem Fall ist es die Dauer bei Perpetus. Und wir haben einen zweiten sehr abstrakten Wert, die Accessibility oder auch Barrierefreiheit. Das ist also ein beliebiger Kantenwert, den man sich jetzt vorstellen kann, der eben ja, mit Kosten irgendwo versehen werden kann. Wo wir gerade bei Kosten sind, es gibt die zwei Arten. Es gibt, was ich als links als Abwertung bezeichnet habe, das kann man aber vielleicht im Routing-Kontext besser als Kosten verstehen. Das heißt, Kanten haben immer gewisse Kosten. Und je ja, mehr Kosten ich über einen Graph ablaufen muss, desto weniger möchte ich die Route eigentlich nehmen. Das heißt, die günstigste Route wird genommen. Aus Nutzersicht wiederum ist es aber irgendwie eine Abwertung. Wenn man das dann im Profil einstellt, sagt man, ich möchte eher Dinge vermeiden. Daher diese beiden Begriffe, je nachdem, welche Sichtweise man einnimmt. Und das Ausschlusskriterium, sprich, man kann sagen, ich möchte Routen gar nicht gehen. Das sind dann so unendliche Kosten, könnte man jetzt wieder fürs Routing sagen, weil man eben ja, Dinge ausschließen möchte, die einem für einen eben nicht geeignet sind. Beispiel Profileigenschaften, die bei uns jetzt verwendet werden, das sind Treppen einmal, sowohl aufwärts als auch abwärts, weil man da schon Unterschiede treffen kann. Dann Rolltreppen, Rollsteig, Fahrstuhl. Das sind so die Dinge, die die Etagen miteinander verbinden. Und dann auf den Etagen hat man dann eben Türen, die ganz ja, viele verschiedene Eigenschaften haben können. Manche müssen manuell geöffnet werden. Dann gibt es wiederum Drehtüren. Es gibt Türen mit Taster und auch welche mit Bewegungsmelder. All diese Sachen, man sieht es unten an den kleinen Karten wieder, kann man dann im Profil einstellen als möchte ich eher vermeiden. Das heißt, man wertet sie ab oder man sagt, ich kann die gar nicht nutzen. Macht zum Beispiel bei Treppen dann auch Sinn. Vielleicht noch ein kleiner Einschub. Bei Treppen ist noch besonders, dass sie quasi auch anhand der Treppenstufen skalieren. Das heißt, eine Treppe mit geringen Stufen kann dann durchaus am Ende auch gewinnen gegen eine Rolltreppe, die man vielleicht nicht so sehr vermeiden möchte wie eine Treppe. Aber da die Treppe am Ende nur zwei Stufen hat, kommt da am Ende noch ein günstigerer Kostenfaktor raus. Gibt natürlich auch Ausschlusskriterien wie die Durchgangsbreite. Hier macht es also keinen Sinn zu sagen, ja, möchte ich eher vermeiden solche Breiten, sondern entweder man kommt da durch oder man kommt nicht durch. Auf der linken Seite sieht man auch nochmal die Texte, die dafür bei Perpetus ausgewertet werden. Unter anderem gehören da auch die Cycle Barriers dazu, also die Umlaufgitter auf Deutsch, glaube ich. Und in zweite Sache ist das Steigung bzw. Gefälle. Also in OSM, wenn das der Incline-Tag auch da, gibt man an, entweder ich komme damit zurecht oder ich komme damit nicht zurecht. Dann hier beispielhaft mal ein paar Screenshots aus der App, wie das Profil am Ende aussehen kann oder wie man sich das konfigurieren kann. Also man sieht auf der linken Seite die Required Width und Incline-Decline. Also dort sagt man, in welchem Bereich man sich da bewegen kann. Und wiederum auf der rechten Seite, das ist so jetzt auch besonders relevant dann für die folgenden Beispiele, sind dann die Level-Verbindungen. Also da haben wir wieder die Treppen hoch, Treppen runter, Rolltreppen etc. Und da heißt es jetzt eben, wenn ich ganz nach links den Regler schiebe, heißt ich kann es gar nicht nutzen. Ich möchte es also absolut vermeiden. Und alles, was bisher weiter nach rechts geschoben ist, sagt dann eher vermeiden, bis ich komme damit super klar, wenn es ganz nach rechts geschoben ist. Warum das Ganze natürlich? Man denkt da an einen Rollstuhlfahrer, der kann die Treppen nicht nutzen. Was nützt denn so ein Mittelwert? Ja, es gibt immer die Ausnahmen dann. Man kann zum Beispiel, manche Rollstuhlfahrer kommen mit Rolltreppen klar. Das heißt nicht, dass sie sie gerne nutzen, aber die haben eben ein Training vorher gemacht und können also dann trotzdem Rolltreppen verwenden. Oder man denkt an den Kinderwagen, zu dem auch jetzt quasi dieses Profil, was man hier gerade sieht, eben mal so beispielhaft darstellt. Man kann Treppen hoch zu einem Kinderwagen, will man überhaupt nicht gehen, sagt, es geht einfach nicht. Treppen runter zu kann man sich vorstellen, wenn es nicht anders gehen muss, besser als keine Route am Ende zu bekommen. Und Rolltreppen nimmt man in Kauf, das geht schon, aber wenn es eine Alternative gibt, dann wäre die schön. Das wäre jetzt mal hier so ein Beispiel, wie das am Ende aussehen kann. Man hat hier zweimal dasselbe Ziel und mit demselben Start, wo man hin möchte. Man bekommt hier zwei Routen zurück mit dem gerade gezeigten Profil. Vielleicht kurz als Erklärung, man startet auf einer Etage 0, muss dann kurz in ein Untergeschoss und muss dann wieder auf Etage 0 zum Gleis hoch, so als Verständnis. Im linken Bild geht man dabei durch den Fahrstuhl, man nimmt den Fahrstuhl nach unten und läuft zum nächsten Fahrstuhl nach oben und ist am Gleis. Und jetzt kommt noch das rechte Bild, dabei nimmt man, vielleicht nicht so super klar zu sehen, die Treppen nach unten und dann den Fahrstuhl nach oben. Wenn wir jetzt uns zurückerinnern an das Profil vorher, wir haben gesagt, Treppen hoch zu
gehen gar nicht, deswegen werden die auch nicht verwendet. Treppen runter zu kann man aber akzeptieren. Daher kommen hier die zwei Profile raus, denn wenn man jetzt wieder an Pareto-Optimum denkt, das eine ist optimal gegenüber der Dauer im Vergleich zum anderen. Sprich, das mit den Treppen ist wesentlich schneller als der Fahrstuhl, während der Fahrstuhl besser im Accessibility-Wert, im Barrierefreiheitswert ist, da er eben auf, ja, kann ich super verwenden, gestellt war, während die Treppen auf, möchte ich eigentlich eher vermeiden, eingestellt war. Und dasselbe sieht man jetzt auch nochmal hier. In dem Fall hat man links die Rolltreppe, die jetzt nach oben verwendet wird, und auf der rechten Seite den Fahrstuhl. Auch hier trifft dasselbe Beispiel wieder zu. Wir haben gesagt, Rolltreppen können wir verwenden. Aber sie sind jetzt nicht super barrierefrei für uns. Wir nehmen, wenn der Fahrstuhl existiert, lieber den Fahrstuhl. Und somit schlagen wir dem Nutzer wieder beide Routen vor, weil beide in sein eingegebenes Profil passen. Ja, zum letzten Punkt, zu den drei Sachen, ist dann die Indoor-Visualisierung. Das Ganze muss irgendwo am Ende auch noch dargestellt werden. Dafür verwenden wir, wie immer baut man irgendwie auf Giganten auf. In dem Fall Indoor Equal, wurde heute auch schon genannt. Für die Indoor-Vektor-Tiles quasi, also daher beziehen wir die Daten, die wir darstellen. Map Libre als, ja, Rendering-Library für Maps und am Ende Flutter, um die ganze App zu bauen. Ja, das ist ein Cross-Plattform-Toolkit, gleichzeitig auch UI-Framework. Funktioniert super, sodass am Ende eine iOS- und Android-App mit demselben Code rauskommt. Ja, für die Indoor-Visualisierung haben wir uns für verschiedene Dinge entschieden. Zum einen erstmal, dass wir den Pfad eigentlich auf allen Ebenen anzeigen wollen. Das ist schon so eine Kernfrage, die sich unterscheidet zwischen Outdoor. Zeigt man jetzt nur den Pfad für das aktuelle Level an oder für alle Level? Wir haben uns dafür entschieden, einfach für die bessere Übersicht und auch die Vorausplanung den gesamten Pfad anzuzeigen, allerdings mit Einschränkungen. Sprich, der Pfad auf einer anderen Ebene wird grau dargestellt. Das sieht man ja auf den meisten Bildern so ein bisschen. Dann, wenn eine Überlappung existiert, sprich die Plattform überlagert in dem Moment den Pfad im mittleren Bild, dann zeigen wir das nur noch gestrichelt an, einfach um das Verständnis dafür zu stärken, dass der Pfad eben darunter verläuft. Und für Übergänge von den Etagen, in dem Fall sieht man da eine Treppe, verwenden wir so einen Gradienten. Wir haben uns auch dazu entschieden, wenn man auf unterirdischen Ebenen ist, die obere irdische Ebene komplett auszublenden. In dem Fall wird es einfach so grau dargestellt. Man meint das meist doch ein Verlust von Informationen. Warum will man das? Aber weniger ist manchmal einfach wirklich mehr. Denn es ist für uns, würde ich sagen, oder für die meisten Menschen eher verwirrend, weil man sich aus der Vogelperspektive oft betrachtet. Das heißt, man schaut von oben drauf, man betrachtet dann die Erde so in der Draufsicht, und in dem Moment, wo ich unter Tage bin, sehe ich das von oben einfach nicht. Anders wiederum funktioniert es, wenn ich in der oberirdischen Etage bin und von oben drauf gucke, dann ist es wiederum nicht verwirrend für mich, wenn ich dann noch Gebäude sehe, die auf unteren Etagen sind. Routing-POIs zeigen wir an wie Türen, einfach weil es hilfreich ist. Und natürlich brauchst du irgendwie eine Levelanzeige mit einem Switcher, womit man durch die Level gehen kann. Was waren die Herausforderungen im Projekt? Technisch gab es natürlich eine ganze Menge, aber ich möchte jetzt vielleicht mehr auf so Grundlegende reingehen, wenn man vorhat, das Ganze in der Praxis wirklich auch flächendeckend umzusetzen. Dann ist es zum einen die Marktdurchdringung der Technik für die Positionierung. Also ich habe schon gesagt, das wird UWB verwendet, und da gibt es einmal die Marktdurchdringung in der Infrastruktur. Das heißt, die Gebäude müssen mit den Satelliten am Ende ausgestattet sein. Das sind den Satelliten, mit den Beacons. Und in den Smartphones, das heißt, auch die Smartphones brauchen die Chips dafür, um am Ende UWB positionieren zu können. Das ist definitiv im Kommen. Das haben die iPhones schon, auch die Pixels bringen das jetzt mit. Und bisher als Übergangslösung gibt es dann bei uns so einen kleinen Dongle oder sowas, der man mit Bluetooth dann sich mit dem Handy verbindet. Und der Dongle wiederum kann eben UWB. Ja, und der große Punkt, wir hatten es auch im Vortrag schon davor, wir brauchen irgendwo natürlich die Indoor-Karten. Und vor allem brauchen wir sie ziemlich genau für eine gute Positionierung. Und da gibt es eben allerlei Probleme. Wir können natürlich nicht mit Satellitenbildern mappen. Fluchtpläne abzeichnen ist nicht erlaubt, copyright-mäßig. Die Datenhoheit liegt irgendwo beim Gebäudebetreiber. Sprich, meistens wollen die Leute das dann nicht rausgeben oder vielleicht doch, aber es ist wiederum sehr aufwendig, weil eben da auch teilweise zu viele Details drin sind, die man nicht nach außen geben will. Es ist aber, wie gesagt, eben wichtig für die Positionierung und ist dann auch, wenn man das Positionierungssystem kalibriert oder aufsetzt, dann referenziert man das ja immer, und das muss dann eben miteinander übereinstimmen. Sonst, wenn da irgendwie ein Offset von 2 Metern ist, dann ist der Punkt eben außerhalb der Wand des Positionierungssystems, und das will man am Ende auch nicht. Sprich, was haben wir im Projekt gemacht? Denn wir wollen das Ganze ja trotzdem umsetzen in Magdeburg. Wir sind professionell ausgestattet mit einem Lasermessgerät nach Magdeburg gegangen, Zettel und Stift, und haben dort den Magdeburger Hauptbahnhof ausgemessen und das letzten Endes mit JOSIM und OpenStreetMap überführt.
Ja, dann noch zum Ausblick, so ein bisschen über das Projekt hinaus sollte jetzt mehr stattfinden. Ich hatte anfangs ja schon erwähnt, wir fokussieren uns ja aus Mangel an Zeit und Ressourcen auf die mobilitätseingeschränkten Personen und auch mehr auf das Routing als auf die Schnittstelle zum Nutzer. Und dadurch fallen eben auch blinde und sehbehinderte Menschen am Ende so ein bisschen hinten runter leider. Und deswegen wäre das definitiv Ausblick für ein Folgeprojekt. Und das auf allen Ebenen. Also man kann bei der Datenerfassung drüber nachdenken, an Tactile Paving als separate Linien zu erfassen, was bisher manchmal gemacht wird. Oft wird einfach nur gesagt, ja, der Weg hat irgendwie Tactile Paving in der Nähe, die Fläche hat das etc. Aber wenn man die einzelnen Wege hätte, könnte man eben dann auch jetzt im Routing-Algorithmus, also schon weitergedacht, dann eben auch zu diesen Pfaden wirklich hinrouten. Könnte Leuten also dann wieder die Freiheit geben, so, du bist jetzt beim taktilen Pfad, du kannst jetzt nicht erstmal wieder von alleine routen und bist nicht unbedingt angewiesen auf die Navigation des Geräts. Gleichzeitig könnte man auch die Navigation oder das Routing korrekterweise noch erweitern, um irgendwie Wänden an Wänden entlang oder Randsteinen, also Dinge zu routen, an denen sich blinde Leute, eben orientieren. Und letzter Schritt dann eben, ja, UI im Nutzerinterface ist natürlich auch wichtig, dass das Ganze am Ende nach außen kommuniziert wird, sodass es auch nutzbar ist. Und da braucht es dann irgendwo auditive oder haptische Navigation, von der auch alle profitieren, wohl bemerkt, denn die wenigsten wollen mit einem Handy in der Hand ständig drauf gucken und durch den Bahnhof laufen, wo man überall gegen Leute und andere Dinge dagegen stoßen kann. Und genauso ist es auch für Karten, hat, glaube ich, auch schon auf der Konferenz wurde das erwähnt, dass Karten enorm schwer sind, die wirklich gut barrierefrei zu machen, definitiv auch Folgeprojekt möglich. Und letzter Punkt, Gefahrenwarnung vor Treppen. Ich glaube, das ist wenn die taktilen Streifen nicht existieren, ist das wahrscheinlich ein riesiger Mehrwert für die Leute. Und für uns ist der Ausblick der Magdeburger Hauptbahnhof. Wer Interesse hat, meldet euch gerne bei uns. Das wird dann so, ja, sag mal, im Sommer irgendwann stattfinden. Dann gibt es da so einen Pilotprojekttag und da werden wir dann das System testen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Mehr Informationen auf openonext.de oder bei GitHub. Noch kurz die Credits. Danke. Ja, super, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe jetzt extra bewusst mir ein bisschen Zeit gelassen mit dem Stoppschild. Ich glaube, in 5 Minuten ist offiziell Mittagspause, aber wir haben alle etwas Luft. Und auch die Fragen im Chat habt ihr im Laufe des Vortrages eigentlich tatsächlich ganz gut aufgegriffen. Ich versuche mal 1-2 Beispiele rauszupicken, was ich damit meine. Ein Beitrag hier, erstmal Lob, danke für den guten Vortrag und auch für das Projekt. Da war sonst noch als Hinweis hilfreiche Attribute wie Tactile Paving nutzen, das hattest du ja gerade angesprochen, Acoustic Signal für Sehbehinderte oder auch Handrail an Treppen. Mhm. Auch eine Attributierung, die in der Quelle viel vorzufinden ist. Dann war noch ein Beitrag Indoor-Positionierung. Kann es frei wie GPS mit dem Smartphone verwendet werden, sonst wäre es ja nicht verwendbar. Das hast du ja auch irgendwo aufgegriffen, dass man da im Prinzip aktuell hardware-technisch sich noch anders ausstatten muss. Habt ihr da Erfahrungswerte? Haben Leute mit der entsprechenden Einschränkung oft solche Devices, dass sie das wissen, oder ist das schwierig, an sowas ranzukommen? Also ich würde sagen, dadurch, dass es alles noch sehr neue Technologie ist, ist das wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm. Aber die Technologie kommt und ja auch die Standards dazu kommen. Also es ist auch wichtig bisher, das ist halt recht eine Eigenproduktion irgendwo auch, dass das natürlich standardisiert ist, sodass nicht jeder seine eigene App dafür braucht. Mhm. Aber das kommt alles und insofern sehe ich da eigentlich dann in der Zukunft kein Problem. Aber aktuell ist es noch nicht realistisch, dass man jetzt heute das sofort nutzen kann. Okay. Angesichts der Pause würde ich vielleicht Fragen vorwegschieben, die im Raum eventuell bestehen. Hat jemand eine Frage? Du wolltest die Fragen natürlich beantworten, ne? Kannst du auch mal gucken, was ich für eine Frage hat. Ja, meine Frage bezieht sich nochmal auf eure Idee, die zu nutzen. Da hat ihr ja gesagt, es geht aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Also ich meine, ihr habt ja wirklich ein Projekt, das super wertvoll und super wichtig ist. Und gibt es da wirklich keinen Weg rein? Wie reagieren die
wie reagieren die Ansprechpartner denn darauf, wenn ihr danach fragt? Die sagen dann einfach so, nö, sind unsere Daten oder was? Das ist auf jeden Fall ein langer Diskussionsprozess und bei uns ist ja quasi der Hauptansprechpartner Deutsche Bahn und so direkt werden uns da die Daten nicht zur Verfügung gestellt, aber es gibt meiner Kenntnis nach Projekte, wo die Deutsche Bahn nach und nach auch die Indoor-Daten dann ja, offen zur Verfügung stellen will. Also es kommt quasi. Sehr unterschiedlich von Bahnhof zu Bahnhof auch, je nachdem, wen man erwischt. Genau. Ja, weil ihr ja wirklich damit Daten erfasst, die im Grunde schon erfasst sind. Ne? Also die Arbeit, diesen Bahnhof auszumessen, die ist ja umfangreich hoch 10. Eigentlich gibt es diese Daten schon. Aber die Daten jetzt zum Beispiel Hauptbahnhof Hamburg oder, keine Ahnung, Barmbecker Bahnhof oder so, das ist dann Hochbahn-Eigentum oder ist es mit dem HVV irgendwie? Das ist wahrscheinlich dann relativ schwierig rauszukristallisieren, wer der eigentliche Urheberbesitzer der Daten ist, wer das überhaupt geokodieren darf. Ich würde sagen, oft ist es Station und Service. Früher, ja. Ja, jetzt ist es ja, wie heißen die jetzt? Infraco-Personenbahnhof. Sehr gut, danke. Infraco-Personenbahnhof. Okay. Wie es jetzt in Hamburg ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Stände gesehen habt. Da ist ja auch irgendwie HPT mit HVV, Mega Portal, Masterportal. Dann ist es vielleicht zumindest für die Hamburger Domäne einfacher, in der Hoffnung. Ja. Gibt es da noch ergänzende Punkte zu? Sonst gibt es nämlich hier noch die Frage, wie stellt man sich den Übergang von einem OpenStreetMap-basierten Outdoor-Routing auf ein Routing aus eurer Datenquelle vor? Das Schöne ist, dass PRP das schon Outdoor-Routing kann und das auch eigentlich gar kein Problem ist. Dass die Positionierung muss natürlich nahtlos übergehen. Also das ist auch im Projekt schon angedacht, dass man dann GPS und die UWB-Positionierung fused, also zu einer Position, und die am Ende am genauesten ist oder aus welchen Kriterien auch immer man das macht, die gewinnt und wird am Ende verwendet, oder man nutzt eine Kombination aus beiden. Und PRP, das kann bereits schon Outdoor-Routing ziemlich gut für Fußgänger. Insofern ist es tatsächlich schon Teil des Projekts. Sonst noch eine OSM-spezifische Frage. Wie geht ihr mit Flächen um, die aneinander stoßen? Manchmal wird dies gemappt, um unterschiedliche Oberflächen einzutragen, manchmal um Abstufung oder verschiedene Räume zu kennzeichnen. Also jetzt Flächen mit unterschiedlichem Profil, also wenn man jetzt an Surface oder so wahrscheinlich denkt, wird nicht berücksichtigt. Ist definitiv interessant, gerade für die Weggenerierung oder das Wegenetz, das man dann daraus generiert, dass man das mit einfügt. Zumindest glaube ich nicht, dass PRP das da eine Berücksichtigung hat. Gibt es denn aber im Indoor-Bereich so viel Surface-Klassifizierung? Auch guter Punkt. Weil ihr seid mehr fokussiert auch wirklich auf Indoor, ne? Ja, da so oft ändert sich das dort wahrscheinlich jetzt nicht zu Schotter und Beton. Und was war die andere Fläche, die... Also es ging sonst noch um Abstufungen, dass du sagen kannst, okay, die eine Fläche ist zwar keine Treppe, aber sie ist mit einer Stufe irgendwie höher. Ja, Stufen ist tatsächlich so ein Ding, da hoffen wir, dass sie als Treppen dann bisher eingetragen sind, aber theoretisch ist das kein Problem, die auch noch als Barrier Step oder was es dann vielleicht für OSM den Tag gäbe, mit einfließen zu lassen. Das ist jetzt ein bisschen hinten runtergefallen, einfach weil es im Indoor-Kontext bei uns auch nicht die super Rolle gespielt hat, aber für ein vollumfängliches Paket absolut wichtig. Wie ist das vom Video her? Wir können einfach weitermachen oder was? Okay. Warum ist Inkline ein Ausschlusskriterium und nicht auch ein Ding, was ihr abwerten möchtet? Weil sie anstrengender zu überwinden sind, Fragezeichen, oder werden Steigungen von per Predis ohnehin minimiert? Ja, es gibt zwei Punkte. Es gibt einmal die Höhendaten, die per Predis hat. Da kann man dann durchaus abwerten. Also man möchte irgendwie Hügel vermeiden etc. Und es gibt dann den konkreten Incline-Tag, den wir so ein bisschen auf Rampen jetzt mehr oder weniger bezogen haben, und dann sagen, entweder kann ich als Rollstuhlfahrer die 8%, 6%, 5%, das muss ich gerade leider überlegen. Jedenfalls gibt man die eben dann für sich an, sagt, ich weiß, dass ich die überwinden kann, auch wenn es wahrscheinlich schwer für mich ist. Ich finde den Punkt aber valide, dass man sagt, ich würde lieber die Rampe nehmen mit dem geringeren Anstieg oder den Anstieg gar ganz vermeiden. Dann gibt es noch eine Use-Case-orientierte Frage. Beispielsweise der Berliner Hauptbahnhof besitzt 4 Etagen. Zwischen den Etagen gibt es Treppen, Rolltreppen und Aufzüge.
Wie stellt man sich dieses Routing und die Anweisungen vor? Ich glaube, ihr habt es ja aufgegriffen mit den Beispielbildern, die ihr gezeigt habt für einen Routing, ne? Das ist ja auch für einen Bahnhof gewesen. Mhm. Ergänzt da, wenn ihr das anders verstehen würdet, Visualisierung von mehreren Stockwerken. Habt ihr dann ein Beispiel dabei? Wenn ich jetzt von Stockwerk 1 zu Stockwerk 4 muss, weil das Gleis dort oben ist? Ja, dann würde der Weg, je nachdem, ob es ein Fahrstuhl ist, in den Fahrstuhl reinführen und unten irgendwo auf einer anderen Ebene in Grau erstmal weitergehen. Oder wenn es eben Rolltreppen, Treppen runtergeht, dann haben wir dieses Fade-out, bis er eben auf der anderen Ebene ankommt. Das ist die Frage zufällig aus dem Raum und wir können die aufgreifen oder ist die aus dem Chat nur? Scheint der Chat zu sein. Gibt es noch andere Fragen, die ihr besprechen wollt? Dann würde ich sagen, vielen Dank, euch eine gute Mittagspause und ja, Dankeschön.